wird gleich buckliger als der Rücken einer kleinen Sumpfkröte. So was können wir auch, kleiner Schwamm. Wir werden Ihnen in Schräglage entgegenfahren. Also, wie finden die beiden wohl? Meine stärksten Beine. Daneben, daneben, muss mir ein Küsschen geben. Wohl eher nicht, mein kleiner, gelber, trotteliger, schwammiger Freund. Ich kann doch überhaupt nichts mehr sehen mit diesem Matsch. Ich auch nicht. Du bist dran, SpongeBob. Feuer! So aus, als hätten wir einen neuen Herausforderer. Ich weiß nicht, wer es ist oder wo dieser jemand herkommt, aber fahren kann derjenige auf jeden Fall. Man nennt mich Fahrerin X. X wie extrem. Ich bin die beste Rennfahrerin, die ihr jemals sehen werdet. Wie mein Onkel Al wohl sagen würde, lasst uns ordentlich ihren Schwanz verknoten. Drückt auf die Tube, Leute! Stelzenbeinträgt, was? Na gut, wie gefällt euch das? Diese schmutzige Scheusal hier drin. Die muss auf der Stelle gehen.
Oh, dieser Krach macht mich noch völlig fertig. Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Hier, mein Süßer. Oh, das ist schon viel besser. Keine Sorge, Kleines. Hier gibt's genug Hund zu fressen. Darf es etwas Suppe sein? Oh! Das ist echt unglaublich. Ja, endlich mag mal jemand die Kunst von Thaddäus. Am nächsten Tag. Das war jetzt das letzte, meine Süße. Was ist denn passiert? Sie wollte doch nur einen Mitternachtssnack. Du hast sie die ganze Nacht gefüttert? Wow, sie ist zu groß. Wie sollen wir sie hier rauskriegen? Startet Phase 1 von Operation Glücki hochheben. Yes. Okay, Sandy, Phase 2. Mal sehen, wie du meinen schönen Kuchen oben im Himmel Doppelluftschiff-Kaugummi so findest, Glücki. Phase 3, pusten Glücki los. Phase 4. Patrick zieht Glücki sanft Richtung Boden. Halt sie fest, Patrick! Glücki! Hey, guck! Die Kuh springt über den Mond! Also sowas. Eure Kuh! Eure Kuh hat meine Aktienzertifikate gefressen! Und sie hat auch meine Unterwäsche gefressen! Hat hier jemand Harvey gesehen? Zum Glück kämpfe ich immer schön mit meinem kuscheligen Federkissen. Diese Kuh hier bringt ihr sofort wieder dahin, wo ihr sie her habt. Na schön. Sie ist offensichtlich sowieso viel zu kultiviert für dieses Camp hier. Na komm, Glücki. Ha. Tschüss, Glücki. Und bleib so süß. Und ich durfte noch nicht mal meinen Fuß in dein tolles Glück setzen. Es tut mir so leid, Glücki. Aber es ist nur zu deinem Besten. Sie folgt uns, Leute. Ja, wir müssen sie abhängen. Los, rennt. Doch nicht in Richtung Camp. Hier lang. Entfernt diese Kuh sofort aus meinem Camp! Los, trinken wir sie auf die Flossen! Gehen wir jetzt raus und spielen eine phänomenale, sagenhafte Runde. Fangen? Fangen! Ihr spielt Fang und seid nur zu dritt? Ganz genau. Ja, wir sind nur zu dritt. Okay, geht. Deshalb reiße ich mir kein Haar aus. Ja!
gesagt, spielt draußen! Wir können aber nicht draußen spielen. Es regnet. Na schön, dann spielt ihr eben drinnen. Und zwar ganz leise. Ganz, ganz still und leise. Ganz, ganz still und leise. Ganz leise. Du bist. Und jetzt bist du. Du. Noch etwas Tee? Ja, bitte. Einen Pfannkuchen noch. Sehr liebenswürdig. Pfannkuchen. Da, 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 da. Oh, wie schön, Baby Parla will fangen mit uns spielen. Ist das nicht wunderbar? Ha, du bist, du kleine Süße. Babys können das aber nicht. Denn die haben noch kein Gehirn. Da! Da, 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 da! Wow! Sowas gab es ja noch nie. Das war ein Dreifach, du bist. Wow! Perla geht in die Geschichtsbücher ein. Danke für gar nichts, du schwachköpfiges Hirn. Na, meine Kleine, sieht ganz so aus, als wenn du jetzt nicht nur vor einem weglaufen musst, sondern vor dreien. Bereit? Nur wenn wir sie alle drei gleichzeitig erwischen. Also passt gut auf. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Was zur... Ruhe und Frieden. Betreuer Thaddäus. Ja, Sam. Du spielst ab sofort mit den Kindern Fang und halt sie mir von der Kruste. Also dann, leg los. Hab sie, Herr Thaddäus. Sie sind... Ich bin... Tja, wisst ihr, ich muss zugeben, dass ich schon immer gern Fang mit euch dreien spielen wollte, aber ihr habt mich nie gefragt. Ich finde das hey, echt... Hey Leute, es hat aufgehört zu regnen. Lass uns schwimmen gehen. Jetzt bist du anscheinend für immer. Ja, hey, was? Sie sind für immer. Wuhu! Nichts ist erfrischender, als eine Runde im alten Kampfsee zu schwimmen, Leute. Oh, ja. Wer als letzter reinspringt, ist ein haariges Gürteltier. Aufhören! Oh, oh nein, ich will nicht. Was hast du, Patrick? Komm schon rein. Ja, das Wasser ist so herrlich wie ein Glas voller Honig. Honig? Okay, ich tue es. Er ist schneller untergegangen als
ganzen Traktor einer Matschpfütze. Das ist doch die allerwichtigste Regel, nicht untergehen. Es geht mir gut! Nichts passiert! Augenblick, das stimmt gar nicht. Hilfe! Nein! Wow, toll gemacht, Mrs. Puff! Wach auf, da komm schon! Mrs. Puff ist schon wach. Richtig. Camper Patrick, wie zum meeresblauen Seepferdchen bist du überhaupt an dein Schwimmabzeichen gekommen? Ach, das war kinderleicht. Ich habe es selbst gebastelt. Klar, natürlich hast du das. Wir haben es geschafft. Okay, die Party auf dem Grund des Schmuddelsees kann jetzt beginnen. Ja. 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 Hey du, was sind denn das für Blasen? Das sind nicht meine. Musik? Von tief unten? Bestimmt ein Radiosender von Außerirdischen. Keine Außerirdischen, das sind diese Kinder aus der Dollenhütte. Die schmeißen da unten eine Tanzparty. Habt ihr euch denn nicht gesagt, dass die allerwichtigste Regel des Sees ist? Nicht untergehen. Doch, ja. Wo ist Patrick? Hey, Mrs. Puff! Ich glaube, ich habe jetzt endlich den Trick mit dieser Schwimmgeschichte raus. Und ich fürchte, ich muss mich gleich übergeben. Eines Tages. Armer SpongeBob, er schafft es nicht mal, eine einzige Qualle zu fangen. Das müssen wir unbedingt ändern. Wie wäre das? Wir planieren das Camp, trampeln darauf herum, hacken es in Stücke und essen es. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Ich habe eine bessere Idee. SpongeBob! Da drüben ist eine fette, hässliche Qualle. Ach ja? Und du hast freie Bahn. Oh Mann. Na los, trag mich. Da vorne ist sie. Summ, summ, summ. Summ, summ, summ. Ich weiß nicht, Patrick, die ist irgendwie merkwürdig. Los, schnapp sie dir, Tiger. Sie tut mir richtig leid. Ich darf es ihm nicht zu leicht machen. Sie tot? Nein,
Marlin, sie lebt noch. Verwirrte Marlin. Hört sich an wie ein ganz böses Wort. Sie ist verletzt. Das ist deine Chance, sie zu fangen. Ich kann nicht mal eine Qualle fangen. Nein, das war doch keine Qualle, sondern der verkleidete Herr Thaddäus. Er war es. Er war es? Er war es. Thaddäus Tentakel ist der beste Campbetreuer aller Zeiten. Schnell, sonst ist er bald ein Monsterhaufen. Herr Thaddäus? Oh, SpongeBob. Ach, bitte, lass mich einfach sterben. Noch nicht. Es gibt kein Problem, das eine Seifenblase nicht lösen kann. Schau mal wieder rein. Oh, ich helfe ihm. Das war echt großartig, Herr Thaddäus. Ja, und SpongeBob hat seine erste Qualle gefangen. Einen Moment. Tut mir leid, aber unechte Quallen zählen nicht. Kein Quallenabzeichen. Aber dafür bekommst du das. Hat einen Betreuer vor einem Monster gerettet, Abzeichen. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Ja, toll gemacht, SpongeBob. Ich liebe dieses Camp. Zeit für den Spiel. Ja. Ohne irgendwelche Camper spielen wir Risiko. Das Spiel der Unterwassereroberungen. Ich vernichte euch und übernehme den Ozean. Langweilig. Das Spiel dauert ewig. Spielen wir doch etwas Lukrativeres. Wie Knetopoli. Nein, vielen Dank. Du bist immer die Bank und immer gewinnst du. Wie wäre es mit Spielboot-Wettrennen? Oh nein, beim letzten Mal hat mich Krabs aus Versehen überfahren. Mein Bein tut immer noch weh. Sein Bein! Ich habe mich doch entschuldigt. Außerdem spielen wir nicht mit den Rennbooten. Wir spielen Fang den Hummer. Oh, fang den Hummer. Das macht Spaß. Zwerg, du kriegst den Fingerhut, so wie immer. Und was war das? Das ist unmöglich. Vielleicht war das nur der Wind. Platter Krabs, ein Notfall. Helfen Sie uns. Was gibt es, Minion? Patrick hat meinen Teddy verschluckt und ohne schlafe ich nicht ein. Entschuldige, Krabs, er hat dich gebeten. In Ordnung, finden wir eine Lösung. Hurra! Hat er ihn wirklich verschluckt?
verschlucken, SpongeBob? Ich kriege nämlich nichts aus ihm raus. Pümpeln Sie weiter, Mr. Krabs. Mein Teddy muss da drin sein. Patrick kann nicht zu seiner Schlafesserei, aber ohne mein Teddy kann ich nicht einschlafen, essen oder duschen. Er lag wohl doch die ganze Zeit oben im Bett. Soll das ein Scherz sein? Was ist das für ein nervtötendes Geräusch bei Neptun? Vermutlich nur Quallen, die vom Licht angezogen werden. Ich werde sie verscheuchen. Husch, husch, verschwindet ihr Qualis, husch! Oh, Mrs. Puff, Gott sei Dank, helfen Sie mir, es ist ein Notfall. Was ist los, SpongeBob? Gehen Sie mit mir zum Klohäuschen, nachts traue ich mich nicht alleine. Es ist so dunkel. Gut, na dann los. Also dann, da sind wir. Wenn du fertig bist, gehst du sofort wieder ins Bett, verstanden? Mrs. Puff? Ja? SpongeBob? Können Sie mal nachsehen, ob Käfer da drin sind? Ich kann nicht für einen Käfer zugucken. Es sind keine Käfer im Klohäuschen, SpongeBob. Geh einfach rein und... Ich hab's mir überlegt, ich werde morgen früh gehen. Bis dann. Er hat uns gefunden. Wir müssen abhauen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. SpongeBob findet uns niemals hier draußen. Also, ich finde es hier ganz schön unheimlich. Ja, finde ich auch. SpongeBob wäre starr vor Angst. Es ist perfekt. Wie ich schon sagte, einfach perfekt. Es gibt sogar Kekse. Die schmecken echt gut. Oh, das war nicht deine, oder Kumpel? Kumpel? Was ist wohl? Warum ist die Tür verriegelt, Krabs? Und warum entfernt sich der Boden so schnell? Du meine Güte, wir befinden uns in einer echten... Wundervolle! Ganz toll, Krabs. Du hast uns mal wieder voll in die Tinte geritten. So, wer ist denn? Wisst ihr, vielleicht sitzen wir in dieser trockenen, bizarren Welt. Aber es ist schön, dass wir jetzt Zeit zum Entspannen haben. Ja, du hast recht. Du sagst es. Mr. Krabs, Mrs. Puff, Herr Plankton. Oh, Gott sei Dank, bitte helfen Sie mir. Es ist ein Notfall. Meine Socken sind zu eng. Meine Pommes sind verschwunden. Der lustigste Camper bekommt heute das Camp Coral Comedy Abzeichen. Und jeder muss mindestens 2 Milch trinken. Also trinkt aus. Hier gibt's frische Milch, gratis Milch gegen Moneten. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr würdet Humor nicht einmal erkennen, wenn er euch ins Gesicht springt. Kommen wir zu unserem ersten Komiker. Ist dieses Ding an? Ich bin den ganzen Weg von Atlantis geschwommen. Junge, tun mir meine Gräten weh. Wirklich lustig. Und nun der Meister der Parodien. Hier ist Camper SpongeBob. Und nun der Meister der Parodien. Hier ist Camper SpongeBob. Oh nein, ich fühle mich so aufgeblasen. Mal sehen, ob ihr darauf kommt, wer das ist. Ich mag Moneten. Den kapier ich nicht. Reißt ihr eure dämlichen Witze. Ich backe die tödlichste Waffe der Welt. Krabs!
Mensch, wie kommst du denn hier rein? Aua. Erst war es lustig, dann wurde es lahm. Dann wurde es noch lahmer und dann wieder lustig. Die dreifache Kruste bewahrt den Kuchen und Milch vor Unfällen. Aber nicht vor einem Erdbeben. Das Taschengeld von 3 Wochen für eine Rolle Toilettenpapier bezahlt habt, wart ihr wahrscheinlich Camper in Camp Coral. Nein, nein, nein! Hey Leute, ist euch mal aufgefallen, wie Mr. Krabs trippelt? Das sieht so aus, als würde er Schnitt tanzen. Von Herrn Planktons Fraß muss ich kotzen. Und was will er mit dem Trinkgeld machen? Ich will auf die Uni gehen. Sie sollten ins Kochgefängnis gehen. Jetzt reicht's! Euch Krümeln bring ich Manieren bei! Karen, heiz den großen Backofen! Karen, schleudere den! Was bei Neptun ist das? Vergiss die Camper, Karen! Ziel aufs Monster, friss das Fischgesicht! Was ist passiert? Warum ist mein Kuchen des Grauens nicht explodiert? Uns ist vor einer Stunde das Plutonium ausgegangen. Deshalb war es nur ein normaler Kuchen. Ein normaler Kuchen? Das war's! Test, Test. Okay, ich habe auch einen. Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Was denn? Natürlich ein U-Boot! Hey, womit haben mich meine Eltern gefüttert? Mit Uran? Ich bin heute so groß wie ein Hochhaus. Und ich war der Kleinste zu Hause. Als ich ein Kind war, verlor mich mein Vater oft zwischen den Sofakissen, zusammen mit dem Eiffelturm. Ich war so winzig. Wie winzig warst du? Ich werd's euch sagen, ich war so winzig, ich konnte nur 9 Fischer zum Frühstück verdrücken. Ich war wirklich winzig. So winzig. Ich habe den weißen Hai als Badeschwamm benutzt. Ich war wirklich so winzig. Nach meiner Geburt hat das Krankenhaus Dehnungsstreifen bekommen. Das war's von mir, Leute. Ihr wart toll. Ich bin raus. Der Sieger steht schon fest. Ich kann nicht mehr. Der Gewinner des Camp Coral Comedy Abzeichens ist der Kraken. Es hat euch echt gefallen. Ihr mögt mich wirklich. Hey! Ihr habt den Dreh raus. Verdreht die Knochen, dreht sie schön weit. Ja! Und nun raus auf die Wolke. Es ist an der Zeit. Hey! Das war's dann auch schon. Oh-oh. Doppelter Doppelknoten. Oh-oh. Oh, das tut uns so, so, so leid, Herr Thaddäus. Wenn dieser irre Squirt-Speed durch mich durchströmt, dann passiert etwas. Ich bin nicht ich selbst. Dann werde ich zum Tier. Lass mich alleine. Beim gütigen Neptun, Kinder. Ihr müsst den Patienten in Ruhe lassen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Jetzt haben wir gar keinen Betreuer mehr. Ja, und kein Betreuer bedeutet keine Regeln. Wir können jetzt quasi alles anstellen. Oh, wir sind frei. Oh,
Was soll? Freilaufende Camper! Weg! Weg, ihr bösen Tiger! Stillgestanden, ihr kleinen Anarchisten. Die Camprigeln sagen, die Camper können nicht alleine in einer Hütte bleiben, ohne einen Hüttenbetreuer. Ich werde euch also in drei andere Hütten aufteilen müssen. Was? Oh. Wow, was für ein Workout. Und du drückst wie viel? Wer, ich? Ich drücke meine Knöpfe. Siehst du so? Wie wär's, wenn du's mal hiermit versuchst? Was? Kommst du aus dem Pazifischen Becken oder aus der Beringsee, Schwammkopf? Ich bin aus Bikini Bottom. Das soll also meine neue Hütte werden? Wow, so wie ein Spieleparadies. Seht mal her, ich bin reich, 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 reich. Es ist so gut, reich zu sein. Oh, welch Rüpel er doch ist. Oh. Ich erinnere mich an ein junges, unerfahrenes Fräulein Hochnas, welches sich an eben diesem Vorhang herumschwang im ersten Jahr. Heftig angebracht. Ich denke, der eigentliche Begriff ist krasser Burner. Touché, SpongeBob. Oh, es ist ja sowas von gut, reich zu sein. Oh ja. Bist du ein Zauberer oder gar ein Ritter? Ich bin doch nur ein Patrick. Hä? Hört, hört, er ist nur ein Patrick. Ein Dorftrottel ist er. Ein Dorftrottel ist ganz schön lustig, denke ich. Hey, ist es ein Problem, wenn ich mir damit kurz den Hintern kratze? Oh, er hält das Bernsteinschwert von Drektopia. Wir huldigen dir, nur ein Patrick. Wer will sich am Hintern kratzen? Monet, 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 Monet. Ein neuer, perfekter Morgen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet meinen wundervollen Weckruf alle genießen. Am nächsten Morgen, wie an jedem Morgen. Hör zu, Freundchen. Der Weckruf ist mein Gig. Hört endlich auf zu jubeln. Seid endlich still und...
Na, fühl mich direkt zurückversetzt in den Blue Note Jazz Club. Ja, das war die Zeit, als man vorher noch anklopfte. Ich hoffe, du hast allen Grund, einfach so hier reinzuschneien. Der Weckruf. Jeder hier verlässt sich morgens auf mich, dass ich alle aufwecke und nicht dieser hornblasende Witzbold. Der wunderschöne Sound von Sardelais. Von Sardelais? Sie haben ihm einen Spitznamen gegeben, jetzt schon? Na, dein Weckruf hatte ja auch einen Spitznamen. Aber den kann ich ja nicht einfach so sagen vor all den kleinen Kinderchen. Aber das ist mein Gig. Tja, laut den Camp-Regeln geht der Gig an den besten Musiker. Und das Camp hat gesprochen. Vielleicht überdenkst du kurz, was du gerade vorhast, Thaddäus. Gleich am nächsten Morgen. Oh, so groggy. Wie viel Uhr haben wir? Kurz nach halb eins! Was soll das denn sein? Dieser Sardelais ist zu sanft, um jemanden aufzuwecken. Nee. Wenn die Kinder nicht spielen, werde ich kein Geld erzielen. Wach auf, wir brauchen den! Spiel, Junge, spiel! Warum höre ich eigentlich immer noch nichts? Ich möchte diesen schönen Moment einfach noch genießen. Alles klar, genug mit dem Genießen. Los, spiel schon! Bester Aufwecker aller Zeiten. Wer hat Popcorn unter meine Spinnen gemischt? Meine Schauergeschichte ereignete sich in einer dunklen, stürmischen Nacht. Ich war ganz allein in meiner Hütte. Weil mich der Donner erschreckt hatte, musste ich meine Nerven beruhigen. Daher beschloss ich, allein eine Runde Zauberer, Zauderer und Zauneidechsen zu spielen. Ich würfelte eine Eins. Also rückte ich ein Feld vor und landete auf Gehe ein Feld zurück. Und dann würfelte ich wieder eine Eins. Ich bewegte meinen Zauberer vorwärts und wieder zurück. Und würfelte wieder eine Eins. Ich rückte meinen Zauberer vor und würfelte noch eine Eins. Und dann noch eine. Wieder und wieder, mit jedem Wurf. Ich steckte in einem Loop fest. Verlor ich den Verstand? War das dunkle Magie? Hey, Patrick, weißt du, was dieser Geschichte fehlt? Dass der Strom ausfällt und das am besten jetzt. Oh ja, und ein Entflohener. Und halt, Mister, an die Tür klopfen. Entschuldigt mal, das ist meine Geschichte. Wir wollten ja nur helfen. Ja, Ihre Geschichte hat einfach die Spannung gefehlt. Wo war ich? Ach ja, ich würfelte immer nur eine Eins. Irgendeine dunkle, übernatürliche Kraft hatte die Kontrolle über meinen Würfel übernommen. Voller Furcht schrie ich das Böse an, das meinen Würfel in seiner Gewalt hatte. Hinfort! Doch es war zwecklos. Jeder Wurf landete auf der Eins. Auf der Eins! Auf der Eins!
Was für ein Schwarz-Schwarz-Keilriemen war das? 111? Lam, lam, lam! Ihr mögt denken, dass eine vermögende Person, so wie ich es bin, noch nie eine Schauergeschichte erlebt hat. Doch, das stimmt nicht. Eines schönen Sommers hier im Camp wachte ich mitten in der Nacht auf und war hungrig. Hungrig? SpongeBob, jetzt hab ich wirklich Angst. Hier, der dürfte helfen. Danke. Ich mag die Augen nicht. Wie ich bereits sagte, ich wachte mitten in der Nacht auf mit einem Mordshunger und läutete nach dem Butler. Doch der Butler reagierte nicht. Was war mit ihm geschehen? Zweifellos etwas Unheimliches. Ich ging Richtung Küche. Jeder einzelne Schritt ließ mich vor Schreck erschauern. Nie zuvor war ich in der Küche gewesen und wusste nicht und wollte auch nicht wissen, was ich dort vorfinden würde. Bitte sehr. Sie sollten da nicht allein reingehen. Der Nebel sorgt für die richtige Atmosphäre. Wenn's euch nichts ausmacht. Ganz und gar nicht. Sie machen das toll. Da wäre nur eins. Und als ich die Küche schließlich betrat, wurde meine Furcht noch größer. Wie macht man ein Sandwich? Mit wie vielen Scheiben Brot? Ich wusste es nicht. Und womit belegt man so ein Sandwich überhaupt? Seetangpastete? Wie viele Seetangblätter wurden für diese Pastete getötet? Ihre Geister könnten wütend sein. Und überall, wohin ich mich auch wendete, zielten scharfe, tödliche Gegenstände genau auf mich. Scharfe, tödliche Gegenstände. Jetzt geht's rund. Scharfe, tödliche Gegenstände wie Gabeln, Löffel und Buttermesser. Buttermesser? Das ist doch nicht gruselig. Und aus dem Augenwinkel sah ich sie dann. Halb das eine, halb das andere unselige Hybriden. Flausen der Natur. Wie kamen die in meine Hütte? Ich wollte nicht hinsehen, aber ich konnte nicht anders. Da, aufrecht im Geschirrständer, standen Legos! Oh, Legos! Ich dachte, eine Gabel mit Löffel heißt Galö.